Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Wir machen weiter in Grand Sorin und gucken mal aufs schwarze Brett, was es als nächstes zu tun gibt. Ich freue mich schon. So, gesucht Eskorte Mercedes, die Schattenfeste. Ungerne. Selene, die Heilquelle. Das ist gut. Das machen wir. Wir geleiten Selene an die Heilquelle. Wo ist sie denn, die kleine Selene? Ist sie jetzt schon da? Da ist sie. Guck mal, die ist aus dem Wald. Hi, Madeleine. Die ist aus dem Wald jetzt extra hierher gekommen. So, warte mal. Wir holen uns mal ein bisschen was. Und zwar... Haha, pass mal auf. Jetzt habe ich nämlich hier die ganzen Flaschen. Und die weise ich mal meinen ganzen Vasallen zu. Weil die können genug schleppen. Das ist alles in Ordnung. Kann ich das nicht irgendwie schneller? Warte mal. Ich gebe denen jetzt einfach mal alles an Maximalbelastung. Das geht schon. Das können die tragen. Ich muss sogar Flaschen nachkaufen. Ja, nicht so viel, weil... Wie soll ich das erklären? Die Heilquelle? Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erklären. Die Heilquelle ist was ziemlich Geiles. Da kann ich nämlich dann wunderbar... Oh, nein, 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 nicht rasten. Nein, da kann ich jetzt nämlich... Nein, ich brauche ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt wunderbar Heilung so sammeln. Also, ja, kostenlose Heilung einfach. Das habe ich auch in der PlayStation 3 Version immer gemacht. Oi, there's a nose. They're more like to have it than honest folk like me, I'll warrant you. Ja, ich kann. Soll ich mir das mal anhören, was die Leute zu sagen haben? Wollt ihr das hören? Ich weiß es ja nicht. Müsst ihr mir mitteilen. Warte mal. Mach ich erstmal. Für Jake. Sorry, Leute, ich muss eure Vasallen missbrauchen, dass die mir den ganzen Kram jetzt schleppen. Was der alles tragen kann. Der kann halt echt ein paar hundert Flaschen Wasser tragen. Das ist eine krasse Typ. So, ich glaube, das reicht aber auch. Ich habe mal ein paar hundert Flaschen. 815 Flaschen dabei. Also wenn das nicht reicht... Was? Verliant der Fairness. Erkundet die Räuberhöhle. Ach so, du hast mir einen Tipp gegeben. Wir don't deal in the like of grimoires here. We're in honest business. Those magic tomes are oft forgeries. Else stolen property. Oi, there's a notion. Why not ask a thief? They're more like to have it than honest folk like me. Do come again. Alles klar. Coole Sache. Oh, du hast auch was Neues. Hail, friend. Been some time. Trust you've been well? But come, if it was idle twittering you'd wanted, you'd have sought a prettier bird than this old crow. Crows bring tidings, most oft grim. Me, I bring you work. Still grim, I'm afraid. Well? Salvation again, naturally. Now there's word they've a man inside the castle. If that be true, he'll have need to leave the castle eventually to meet with the others. All I ask is that you keep watch. If you see someone leaving the castle, shadow them. I only have need of your eyes. Follow them and see what business has them out. Skulking about is more my line than yours, I know. But pray. Lay your chivalry aside this once. I'd do it myself, but there's aught has me away from Grand Sorin for a time. Nothing for it, I fear. Tell your findings to the innkeep. We have an arrangement. Tread carefully, friend, and quietly, what's more. Okay, beschattet den Verdächtigen. Das kann ich aber, glaube ich, auch später tun. Die Schattenjagd. Ich sollte auch die Hauptquest nicht allzu früh weitermachen, denn, wie soll ich sagen, es gibt später leider keine Möglichkeit mehr, die Nebenquests zu machen. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt das war, aber es ist ja nun mal oft so, dass wenn man in der Hauptstory zu weit voranschreitet, das ist eigentlich in jedem größeren Rollenspiel so, kann man eben die Nebenquests nicht mehr abschließen. Und das waren mitunter sehr interessante, wie ich finde. Die haben echt Laune gemacht. Also ich habe das damals sehr gerne komplett gespielt. Und das werde ich auch hier tun. Vielleicht werde ich vorher schon mal einen kleinen Abstecher wagen zur Insel Finstergram, zum DLC-Gebiet. Aber ich sage euch gleich, da werde ich dann wahrscheinlich erst sehr hochlevelig Erfolg haben. Ich kann früher schon hingehen, aber ich kriege so die Hucke voll, das verspreche ich euch. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hin? Okay, was ist das? Ich muss sie doch zur Heilquelle bringen. Nee, warte mal, das ist auch falsch. Was habe ich denn für einen Auftrag hier? Verlernt der Fairness? Einmal reisen. Die hätte ich gerne, bitte. Ja. Zur Heilquelle. Guck mal, die ist da oben nämlich. Da. Wow, das ist doch weiter, als ich jetzt gedacht habe. Ich habe jetzt irgendwie mal so hier vermutet. Aber ich muss bis ganz da hoch? Wow.
Okay, ich glaube nämlich, also später ist es ein bisschen einfacher. Dann kann man nämlich die Abkürzung durch das Schloss nehmen, unten am grünen Stück entlang, da wo die Felder sind. Was ich ja eigentlich schon mal versucht habe im dritten Part oder so. Nur geht halt jetzt noch nicht. Schade. Da kann man nämlich dann später wirklich da ein ganzes Stück abkürzen. Wie komme ich dann irgendwo hier raus? Da. Guck mal, jetzt muss ich hier ganz erstmal hochlaufen, dann über den Fluss. Ich werde mich übrigens schön an die Straße halten und tagsüber natürlich reisen, denn das ist alles ein bisschen einfacher als nachts. Da werde ich keinen Spaß haben. Und ich sprinte wahrscheinlich jetzt ganz durch einfach. Kommt Selene überhaupt nach? Weil irgendwann bleibt sie halt stehen, ne? Ich glaube, bei den Begleitern war es wirklich so, wenn man zu schnell ist, dann kommen die nicht nach. Und Selene ist auch nur ein kleines Mädchen. Ich darf sie auch nicht hochtragen, hochnehmen und tragen, meine ich. Das mag sie nicht. Ja, holt sie euch. Irgendwie hauen die immer ab, die Jungs, ne? Was? Hey! Ich glaube, es hackt, du Arsch. Hey. Ja, Schweinebacke. Hey, da ist eine Kiste. Yay, hat sich ja schon gelohnt. Mag ob das Ding. Ja, wartet mal ab hier, wenn ich erst... Oh, uiuiuiui. Ich hab hier noch... Warte mal, warte mal. Warte, warte. Ich hab ihn ja noch... Oh Gott, das sieht ja gar nicht gut aus. Schmeißen wir lieber mal weg, sonst komme ich noch in die Versuchung davon zu naschen und das wäre nicht so geil. Hier. Ein Markstein, den ihr an jedem Ort platzieren könnt, an dem ihr... an den ihr noch einmal zurückkehren möchtet. Nutzt ihr einen Reisestein, gelangt ihr im Nu dorthin. Ja, das ist schön. Damit können wir jetzt nämlich immer wieder diesen Punkt ansteuern, die Heilquelle. Oh, das sind Feinde, ne? Nee, ich lass die mal in Ruhe. Ist, glaube ich, am Anfang besser, wenn man sich nicht allzu viel in Kämpfe einmischt. Wobei, die hier sind alle einfach. Aber das finde ich so geil am magischen Bogenschützen. Ich muss gar nicht mehr selber zielen. Das macht der Bogen alles für mich. Ich stehe heil, du. Ich find's lustig. Okay. Achtet nicht auf die Sirenen, die ihr draußen hört. Das ist Köln und das ist normal. Ach, wisst ihr was? Mittlerweile mag ich Köln sogar. Ja, es ist kaum zu glauben, was ich vor einem halben Jahr noch gesagt habe. Dass Köln wirklich Stress pur ist. Ich meine, gut, ganz ehrlich, Weiberfasnacht, ne? Ich hätte es bei einer Fasching gesagt. Das sagen ja die Bayern, ne? Und ich glaube auch die Düsseldorfer. Die darfst du ja gar nicht erwähnen hier in Köln. Ja, komm, dann rede ich mal ein bisschen über Köln und Karneval. Ach, Kinder. Also, ich war ja heute schon draußen am 3.2. Ihr wollt gar nicht wissen, was da schon für närrisches Volk unterwegs ist. Das meine ich positiv. Die sind gut drauf, die Leute. Und hier ist sogar an Rosenmontag Feiertag. Das gibt's ja nur in Köln, ne? Nur in NRW. Musst du dir mal vorstellen. Das ist schon sehr witzig. Und also an Weiberfastnacht, da wird's dann richtig. Uiuiui. Da will ich nicht rausgehen. Das Gute ist, ich bin sowieso nicht da. Haha. Hab einen wichtigen Termin. Im Norden Deutschlands. Und ja, dann bin ich halt meinen Tag nicht hier. Das ist eigentlich perfekt. So. Ich darf nicht so viel sprinten, das kommt Selene nicht hinterher, ne? Ja, ja. Ach man, ich find's irgendwie auch voll spannend. Wenn sie sowas wie... Guck mal, man kann sich unterwegs übrigens einfach mal ein paar Vasallen mitnehmen, wenn man Bock hat. Mache ich aber nicht. Ich fänd's voll spannend, wenn's hier PvP gäbe. Wisst ihr, dass einfach mal irgendwie Leute kommen, die einen halt nur einzeln angreifen dürfen. Ja gut, aber ich meine, mit dem Heilsystem ist das alles ein bisschen komisch. Man kann ja auch durch sowas hier pausieren. Ja, das dürfte auch nicht möglich sein, wenn es dann eben online ist. Wirklich halt permanent online. Boah, ich finde ja gar nichts. Sag ja, magischer Bogenschütze, beste. Der Kleine mit dem Schild, die sind lustig, die hat eine ganze Menge aus. Aber irgendwie mag ich Goblins, die kreischen immer so lustig. Aber ja, die müssen auch dran glauben. Ui! Ah, ich habe den Skill noch gar nicht, dass ich abrollen kann. Guck mal an. Und 10.000 mal wieder.
Es ist so krank. Guck mal. Bam. Einfach mal 10.000 Gold. Die Feldzugsroute. Ja. Oh nein, das sind Harpien. Harpies! Oh, ist echt noch ein ganzes Stück, ne? Oh, ich wollte dich nicht anschießen. Tut mir leid. Oha. Das bringt gar nichts, du. Ich brauche Feuer gegen Harpien. Oh, ich mach keinen Schaden, das ist unglaublich. Ja, genau, holst du dir. Schönes Ding, Sascha. Wow, bam! Eine haben wir. Habt ihr, besser gesagt. Meine lieben Vasallen. Bam! Ja. Die haben wir. Scheiß Harpien. Oh. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Die hat mich einmal getroffen, dieses dreckige Mistvieh. So. Ja. Oh Gott. Die Selene, kannst du irgendwas... Oh, sehr gut, Jorde. Toll, ich hab keine Ahnung. Jawoll. Ihr dreckigen Viecher. Nee, warte. Oh nein, tut mir leid, das Rindvieh. Anpu, das wollte ich nicht. Verzeih mir. Genau, sehr gut, Sascha. Lande doch, du Mistvieh. Trau dich. Nein, nicht. Ah, verdammt. Ich dachte, ich treffe sie. Ich treffe sie nur beim Aufschlag, die Dinger, kann das sein? Drei Pfeile sind, glaube ich, Eis. Man sieht es schon an der Farbe. Oh, sehr gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Wir haben sie. Ein Gletscher für dich. So, komm gleich mal speichern, du. Speichern? Speichern. Erstmal speichern. Huiuiui. Ich find's aber nett. Das ist auch ein herausfordernder Kampf. Doch. War richtig. War richtig, die Formulierung. Ein herausfordernder Kampf. Das muss man sagen. Also auf normal waren die doch einfach nur lästig. Hier ist es schon ein bisschen anspruchsvoller. Toten Schädel. So, bald habe ich es hoffentlich geschafft. Ich glaube, es wäre gar nicht so blöd, wenn ich meinen Marker hier setze, bei der Festung. Mein Zielstein. Das Schöne ist nämlich daran, den kann man immer wieder aufsammeln und kann sich dann wirklich immer wieder hierhin teleportieren, wenn es sein muss. Ach, du Elend. Warte mal, ich glaube aber, hier gab es auch noch irgendwo eine Quelle, oder nicht? Das da oben war nicht die einzige. Hm. Ich habe keinen Plan, aber ich glaube, die Heilquelle ist an sich nicht die richtige, weil ich bin mir wirklich sicher, dass die andere, die war viel weiter hier unten. Hier gibt es nämlich nochmal eine Quelle und die gibt mir auch einen Buff, wenn ich reinlaufe. Das ist ziemlich geil. Da? Da ist die Quelle. Ja, ich habe recht gehabt. Ich habe recht gehabt. Da unten ist sie, die Quelle. Perfekt. Da werde ich jetzt nämlich meinen Stein hinlegen. Mein Zielstein. Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal nicht das cleverste, aber ich werde dann off-cam kurz hin und her reisen und mir dann hier wieder Wasser holen. In Massen. Alles kommt dann ins Lager. Es ist so ein bisschen... Ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob man es als Ausnutzen bezeichnen kann. Und jetzt komme ich immer wieder hier hin. Yeah. Also ein bisschen Ausnutzen der Spielmechanik will ich nicht sagen. Es ist halt einfach, Ich
find's sinnvoll, ne? Ich find's sinnvoll. Warte mal, das Gute ist, glaube ich, ich kann mir die jetzt nämlich auch mal auf eine Taste legen. Vorher musste man nämlich immer... Nee, kann ich? Nein. Okay. Vorher... Da, guck mal. So. Ja, muss ich auch jetzt wieder machen. Ah nee, guck mal. Kann ich den nicht auffüllen? Doch, guck. Quellwasser. So, das mache ich jetzt so 20.000 Mal. Ihr seht auch, meine Belastung erhöht sich jedes Mal, wenn ich das mache. Ne, wie gesagt, das mache ich jetzt eine Zeit lang, will ich euch ersparen und dann seht ihr ja... Oh, guck mal, die anderen sammeln mit übrigens. Sehr gut, Jake. Sehr gut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Wasser voll habe. Puh. So, ich habe jetzt nicht alles, aber ich habe einiges. Also hier 31, hier 25 bei Sorsha, hier 10, hier 83 bei Jorle. Ja, ich werde wiederkommen. Und das dann off-cam machen, wie gesagt. Das war mir jetzt echt zu lange und ich will den Part jetzt noch aufnehmen. Gehen wir zur Heilquelle. Es gibt mir auch jetzt irgendeinen Buff für eine gewisse Zeit. Ich weiß noch nicht, wie lange und welchen, aber... Naja, das Quellwasser ist sehr, sehr, sehr gesund. So. Bin ich mal gespannt, ob ich überrascht bin. Hallo. Ich hab's doch gewusst, die Quelle ist eine ganz andere. Die ist weiter unten gewesen. Die Heilquelle oben geht, glaube ich, auch, aber da ist ein bisschen gefährlicher. Wie viele Pilze hier wachsen. Ist ja unglaublich. Ha. Pilze sind super für die Ausdauer. Muss ich eigentlich Rehe töten? Ich hoffe nicht, so, weil die haben mir nichts getan. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Schattenjagd. Räuberhöhle. Tributregister. Die Medaillen. Harpien? Was? Ich hab doch... Aha. Ich dachte eigentlich, ich hätte Harpien getötet. Kobolde. Oh, die habe ich auch noch, die Medaillen. Schattenwölfe. Hasen. Ganz viel Hasen. Oger. Oh, ich habe einen getötet. Also, er ist gestorben von sich aus. Er ist nämlich runtergefallen, wenn ihr noch wisst. Ach, das waren Schneeharpien. Okay. Oh, der Geldbeutel aus Schlangenhaus. Der war, glaube ich, ganz schön schwierig. Ewige Riesenfische. Königslorbeer. Riesenfledermäuse. Schlangen. Zyklopen, Untotenkrieger und Gespenster. Es gibt so viel zu töten hier. Aber keine Rehe. Deswegen dürft ihr überleben, meine kleinen Freunde. Aber nur ausnahmsweise. Und weil ich gut drauf bin. Oha, das sind Wölfe. Ah, guck mal, das ist auch wieder Feuer, was die nicht vertragen. Bam. Ach, komm schon. Sorsha, hol ihn dir. Bam. Ah, die ganzen Viecher sind alle gegen Feuer recht anfällig. Weiß gar nicht, was für ein Element das hier ist. Hat's. Könnte aber Blitz sein. Ach komm schon. Ich komme nicht durch Jorle durch. Jorle! Jawoll. So, wo wird? Oh Gott, weg da. Huch! Ja. Großer Reißzahn. Und Geld haben sie natürlich auch dabei. Das ist so logisch, ne? Die Räuber haben irgendwie... Na gut, die haben auch Geld dabei, muss man der Fairness halber sagen. Aber sowas wie Wölfe. Warum haben die so viel Gold dabei? Ich verstehe es immer noch nicht. Oh, da sind wieder Harpien. Harpien. Oh. Geld vom Himmel geholt. Oh. Lass bitte Selene durch. Jawoll. Guck mal, wenn sie mal loslegt, Jorle, ne? Ah, komm schon. Ja, hab ich dich. Oh.
Na gut, Sascha hält ihn fest. Das ist schön, mein Mädchen. Wunderbar. Guck mal hier, Gletscherschweif. Das gehört alles zur Killquest dazu. Ich hoffe mal, ihr heilt euch auch, wenn es vonnöten ist, ne? Meine lieben Vasallen, ich habe euch eben jetzt nämlich ein bisschen Heilung zugesteckt. Ach, guck mal, das macht aber schon ein bisschen Schaden hier. Oha. Ja. Also dieser Angriff ist schon ganz cool, aber ich muss halt auch damit treffen, ne? Oh. Also der Sascha hat schon Quellwasser benutzt. Ja, Aufstieg. Guck mal, so wird doch ein Legolas aus mir. Meine Güte. Oha. Das ist eine Chimäre. Seht ihr das? Einfach mal so eine Chimäre. Patz. Ja, das wird spaßig. Da werde ich doch glatt mal speichern. Einfach mal so. Man trifft öfter mal diese mystischen Monster in der Natur. Oh, der Reisende habe ich bekommen. Ein Achievement. Oh nein. Oh Gott. Oh oh. Oh oh, ich hab die. Was? Sag doch. Oh Gott, da ist die Chimäre, wie ich dachte. Oh, puh. Okay, da hat sie mich mit einem Schlag gekillt. Das ist ja wunderbar. Aha. Hat er eine Karte zur Hand, wird sich ein Wanderer kaum verirren. Ja, ich hab die Karte immer dabei. Das ist das Gute nämlich an dem Spiel. Man hat eine automatische Karte. Oh Gott, komm schon. Ich hab gespeichert, ne? Ich habe gespeichert und ich weiß, die Kontrollpunkte liegen bisweilen sehr weit auseinander. Das kann ja echt für ein Arsch sein jetzt, was ich da alles nachspielen darf. Aber ich habe... Weiß halt nicht, wie das funktioniert, wenn ich jetzt gespeichert habe, ob ich dann direkt hier wieder rausgeworfen werde. Ja, werde ich. Na, lasse ich lieber erstmal die Finger von der Chimäre. Oh, ab. Ja. Ganz schön, ihr Wölfe. Au. Oh nein. Das sind die blöden Hapje. Yay. Na gut, wenn Selene schläft, ist sie nicht so schlimm. Bam. Das war's. Ja, schrei nicht so viel. Stirb ein bisschen mehr. Wo ist jetzt die Chimäre? Da vorne ist sie. So, wir speichern jetzt gerade nochmal, weil ich's kann. Ja. Weil ich's kann und weil es Spaß macht. Okay. Komm her, du Mistvieh. Oh oh. Also, die muss ich jetzt auch noch loswerden. Oh nein. Wow. Gut, dass du dich gewehrt hast, ne? Oha. Ist jetzt so. Was macht sie da? Wie schön, dass das der total am Arsch vorbeigeht gerade. Wow. Ey. Nee! Hey. Ach komm schon. Diese dumme Harpie hat mich jetzt abgelenkt. Nein! Du scheiß Harpie, dich habe ich doch gar nicht angegriffen. Ich habe deine Schwester getötet. Aber das heißt nicht, dass du wütend auf mich sein musst. Ach verdammt. Warum lädt das jetzt immer so lange? Ich habe doch quasi einen Quicksave gemacht.
Ah, komm, Kinder. Der lädt wahrscheinlich jetzt alle Informationen nochmal durch. Aber ich glaube, auf Konsole war es genauso oder war es noch schlimmer sogar. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den Stress geben soll, immer auf hart zu spielen, weil ich weiß nicht, ob das für euch so viel Spaß macht, wenn ich ständig verrecke. Ich wollte ja sogar schon eine Challenge machen vom PlayStation 3-Teil, dass ich wirklich ohne. Also nur mit zwei. Also, na. Na, wie soll ich sagen? Nur ein Vasall und ich. Also nur Sorcha und ich. Na komm, man könnte mich mal gern haben. Oh, ne. Ach du Kackvieh. Die Schlange erstmal vor. Nein. Willst du nicht. So, ich hau mir ein paar Pilze rein. Kann ich wieder länger dran hängen bleiben. Mal gucken. Die Schlange erledigen. Da bin ich richtig widerlich gezaubert. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das kam aber nicht von mir. Selene, komm mal weg da. Okay. Wow. Wie hat sich das kurz minimiert, das Fenster? Soll man das hier? Ich darf den kriegen. Wir kommen die ganze Zeit Giftschaden. Das ist vielleicht ein bisschen dreckig gerade. Oh Gott, was macht ihr denn da? Oh Mann, ist das. Ist das Jorne? Gute Frau, du bist krass. Ich bevor ich Jorle dabei habe. Danke, Jorle. Selene ist vergiftet, aber ich hoffe, das gibt sich bald. Ja, so einfach besiegt man mal eine Chimäre. Einfach war es jetzt nicht, aber mein Gott. Gut, Leute, das war's für den Part. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Bis dann.